Yo, yo, yo. Und hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Squad-Builder von meiner Seite. Ja, heute ein 150k Beast-Squad-Builder, also 150k ist auf jeden Fall was drin. Es ist ein ziemlich gutes Team mit einigen International Man of the Matches. Und im Tor haben wir Give Me the Fucking Ball von der WM 2014. Es ist Joe Hart, der eigentlich ja ganz gut ist, obwohl er manchmal sich einige Patzer leistet. Aber hier ist er doch auf jeden Fall gut. Ein standardisierter Keeper, würde ich mal sagen. Nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Mehr als konstant ist dann Jordi Alba, ein wirklich sehr überragender Mann, meiner Meinung nach. Und ja, Tommy, wir malen, ist denn unser nächster Mann. Hier könnt ihr, soweit ich, könnt ihr nicht Dings nehmen, ihr könnt hier nicht Mathieu nehmen, ihr müsst hier Dings nehmen, denn hier kommt Vincent Kompany, der Belgier. Und hier haben wir den Neymar-Verbrecher, es ist Zuniga. Und Zuniga ist auch ein Mann, der dafür zuständig ist, rechts zu verteidigen. Nein, es ist ein guter Spieler und hier sehen wir seine Werte: 92er Pace, 85er Dribbling, 78 Defending, 79. Ja, es ist wirklich gut. Und Radja Nainggolan, wie schon im anderen Video erwähnt, versucht Vidal nachzumachen, hat so ein, als wenn er sich so Haare geschnitten hat und halt vergessen hat, diese Stelle zu machen. Aber okay, nein, das ist jetzt nicht von Belang. Und Pereira, da habe ich, also der kommt in jedem Squad-Bilder vor, der regt mich mittlerweile schon auf. Ich habe keine Lust mehr zu dem was zu sagen, scrollt zwei Squad-Bilder zurück, da seht ihr da was dazu. Perez, ja, der kommt auch 1000 Mal, 50.000 Mal. Wo ist er denn? Enzo Perez. Ist er das? Ja. Da war das, ja. Rodriguez, International Man of the Match, ist dann unser nächster Spieler. Ein Spieler, der auf jeden Fall, wo ist er denn? Ist es der Gonzalo? Ich weiß es gar nicht. Zeigt er den Stinkefinger? Nein, das ist er nicht. Das ist er nicht. Nein, wir werden die Aufnahme jetzt nicht abbrechen. Ich muss den jetzt mal suchen. Ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt. Der hat halt so ein 86er Jay. Es muss Jay sein. Och komm, Thomas. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Da bin ich zu dumm, den zu suchen. Rodriguez. Okay, das ist vielleicht noch. So, jetzt Ricardo Gonzalo, Pedro Ricardo ist es nicht. Jesse, Ronny, Jay, das ist er, da ist er. Maximiliano Rodriguez ist dem International Man of the Match. Ein sehr guter Spieler hier, 84, das sind wirklich geile Werte, sind richtig gute Werte. Ein Double Stat. Und Cuadrado hat dann, wie ich eigentlich zu jedem Afro-Spieler sage, einen Ameisenhaufen auf dem Kopf. Aber, er ist wirklich ein sehr guter Mann, den kann ich jedem nur ans Herz legen, habe ich schon oft getestet. Und Kalitos! Endlich darf ich es mal wieder sagen, so lange habe ich drauf gewartet, auf Kalitos! Carlos Tevez! Kalitos! Schade, dass ich ihn nicht mehr habe. Kalitos! Und das ist das 150k-Team. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich sage bis zum nächsten Mal, bis dann Leute, ciao!